Bremen-Heidenheim, ey. Da hoffst du auch, dass keiner aufsteigt. So ein Dreier wäre schön. Also Punkte meine ich. Stefan Andi, passen! Kreuzen! Nicht quatschen, passen! Mann, die sind nur am Quatschen, ey. Wie so zwei Schnatterer. Also nicht der Marktschnatterer hier von Heidenheim. Der hat ja mit dem Frank Schmidt zusammen hat er ja den Verein gegründet, im Prinzip. Stefan, nur weil du bunte Schuhe hast, heißt das noch lange nicht, dass du trippeln kannst. Vom Training waren die noch weiß, ey. Hat schon wieder zu viel gesoffen und schon draufgebrochen. Hat dem Frank Schmidt vor Heidenheim, ne? Und das bin ich ja für Borussia Glück auf. Langfristig planen, an die Spieler glauben. Christian, komm! Hier, runter. Ich glaube, es hackt hier. 10 Minuten drauf und so eine Scheiße abliefern. Kannst du am Arsch? So eine Scheiße habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Weg da. Hat die für eine Kacke wieder fabriziert? Da war ja HSV, Sandhausen war ja Gold dagegen. 1-5. Wenn die 83er-Mannschaft vom HSV gegen Sandhausen gespielt, 5-0. Hätten die gewonnen. 5-0. Aber auch nur, weil die schon alle über 70 sind. Hermann! Fangen! Unser Torwart, ey, der ist auch über 70. Noch einmal Faust, dann hast du die hier im Gesicht. Bremen-Heidenheim, ey. Da hoffst du auch, dass keiner aufsteigt. Ich schneide den Relegation nicht. Entweder steigst du direkt auf oder steigst du direkt ab. Alles so Geldmacherei da. Zum Kotzen. Ich war letztens mit unserem kleinen Nachbarsjungen über den Zoo. Sagt er, Uwe, du darfst nicht so viel Bier trinken. Ich so, was? Du darfst nicht so viel Bier trinken? Sonst siehst du aus wie dem Schwalbe. Ich so, das ist ein Pinguin. Ferdinand, komm, schön. Da kann ich auch nichts dafür. Da war das Ding zu 8 zu Ende. Im Ferdinand, nach 10 Minuten kam der eben. Anpfiff hat nochmal gefragt. Trainer, was spiel ich 9 für eine Position? Boah, bei Bremen frage ich mich manchmal auch, ey, was die eine Saison gespielt haben. Jetzt hat der Kuhfeld, hat die Physios auf der Bank gefragt, wie die Mannschaft. Bei uns gibt es gar keine Physios. Bei uns gibt es hier in der Mannschaft nur Psychos. Andi, hörst du auf, den Gegenspieler eine Kippe auf dem Oberschenkel auszudrücken? Der Kuhfeld, oh geil, der hat da zwei Leute angeblich, nennt er nicht die Person, um sich Tipps für die Relegation. Andi! Ja, Kuhfeld. Ja, das ist schlecht, wir spielen. Das ist jetzt gerade, warte mal. Was ist die Scheiße da? Mach das Ding jetzt da vorne rein! Ja, nicht du. Ja, was willst du denn noch? Ja, die haben die Buchse voll. Nein, nein. Das ist, warte mal. Das kann doch nicht angehen! Mein Gott, ey, schon wieder einer drin. Herr Spellinghaus, bitte werfen Sie keine Gegenstände hier auf die Welt. Gib her, ey. Sei froh, dass Leute mal wieder was nach dir werfen, ey. Wär's eine Frau und ein Schlüpper gewesen, hättest du auch nichts gesagt. Ja, komm, ist gut jetzt. Mensch, Walter, stell die so an. Ja, bist du noch dran? Ja, wir sind im Spiel drin. Walter ist gut. Komm. Also, warte mal. Jetzt klopft. Warte mal. Frank. Ja, Bremen haben wir Buchse voll. Ich hab gesagt, Schnatterer spielt nicht und so. Haut die weg, die Wichser. Alles klar. Tschüss, Kids. Chiri! Deine Frau. Eigentlich auf Arbeit, hat sie gesagt, aber. Hat Bock.